So Leute, und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge von Idle Miner Tycoon. Ja, ich habe hier ein bisschen auf das Ding auf 200 gemacht, das Ding auf 200 gemacht, habe dafür ein neues Achievement bekommen. Und hier sogar noch 15 Super Cash, glaube ich, oder 10. Und hier sind wir bei 250, würden wir den nächsten Bonus bekommen. Und zwar habe ich hier schon den 10. Minenschacht freigeschaltet, ja, und schon das nächste gestartet für 20 AA oder so, was es gekostet hat. Ja. Und könnten jetzt theoretisch weiter das hier machen. Die Frage ist, bringt das was? Ja, es bringt was. Hier ist nichts drin. Der kann nochmal mitnehmen. Okay, dann machen wir das. Ist okay. Haben wir dafür noch einen Upgrade-Kosten-Boost? Haben wir. Nehmen wir mit. Dann können wir ja statt 2 6 machen. Einer fehlt noch. 3,5 AA. Das sollten wir auch schnell hinkriegen. Ja. Wir könnten ja auch alle mal boosten, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. So, wir haben ja auch eine Kiste, die ich seit gestern schon gesehen habe. Ja, eine Tutorial-Truhe. Wir kriegen ein Sammelobjekt. Neue Ausrüstung. Oh, neue Ausrüstung. Auf 1,5-facher Gesamttransport im Aufzug. Einmal Gesamttransport machen. Okay, besser. Wird immer besser hier. Erhöht die Anzahl der im Aufzug transportierten Mineralien. Hier gibt es später Bienenschacht, Lagerhaus und das war's. Aha, verstehe, verstehe. Okay. Und wenn ich hier wieder 3 von gesammelt habe, werden die wieder noch besser, oder wie? Du hast die Chance, Truhen zu gewinnen, wenn du alle meinen Tycoon startest oder dir ein Video ansiehst. Beim Öffnen einer Truhe erhältst du Karten mit verschiedenen Seltenheitswerten, sammle ein ganzes Set und schalte eine Ausrüstung frei. Du kannst auch den Level einer vorhandenen Ausrüstung erhöhen. Lege die Ausrüstung mit den besten Werten an und verdiene noch mehr Geld. Gesamttransport im Aufzug, das heißt, das hier wird verbessert, ja. Gesamttransport. Hier, die Last müsste verbessert worden sein. So, haben wir hier. Boost. Bam. Auf 17,2 T pro Sekunde bei 51,9 T, den hier jeder hinpacken kann. Ja, können wir nochmal die Abbaugeschwindigkeit verbessern. Vielleicht ein paar neue Manager rekrutieren. Ja, 4,46 T ist auch sinnvolle Abbaugeschwindigkeit. Machen wir lieber den hier, ist okay. 7-fache Abbaugeschwindigkeit, seht ihr das? Zack, zack, zack und wieder 50T und zack, 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 wieder 50T. Nice! Okay, das ist natürlich sehr geil. Die brauchen keinen mehr Speed, das ist okay. Da könnte man quasi die Upgrade-Kosten reduzieren. Wir können aber erstmal 715T, na, hier macht das leer, ist schon okay. Ja, ich muss die Minenschacht auf jeden Fall verbessern, die nächsten. Könnten wir was boosten? 50 Mal, um wieder den Links zu kriegen. Wieder ein bisschen Super Cash. 50 Mal, um Super Cash zu kriegen. 2 Stück wieder. Hier vielleicht auch mal 50 Mal. Ne, nicht ganz. 36 Mal sind es hier leider nur. Was haben wir hier? Hier können wir 25 Mal, um da einen dicken Boost zu kriegen. Ja, 673 B pro Sekunde. Ah, das reicht auch. Hat immer ein bisschen Super Cash mit, ne? Warum nicht? Kann nicht schaden. Und hier haben wir nicht genug. Okay. Ja. Na, ah, der braucht eine Weile. 18,4. 244T kann er mitnehmen. Das ist in Ordnung. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Schächte weiter verbessern. 170, ne? Kann man doch auf 100 machen. War da wieder ein Bonus? Hier auch. Ja. Zack. Immer einen dicken kleinen Bonus. 97 leider nur. Ist okay. Dann warten wir, bis der Minenschacht fertig ist. In 4 Stunden maximal. Ich werde mir auf jeden Fall wieder Videos angucken, um die Zeit zu reduzieren. So, was wir aber noch haben, ist eine Expedition, die erledigt wurde. So, sammeln wir mal. Kriegen wir das hin? Ein bisschen Super Cash, ne? Kennen wir ja. 14 Super Cash und in eine neue Expedition. Leider nur gewöhnliche Expedition. 5 Stunden. 10-fach für 5 Minuten, 2-fach für 1 Stunde. Nehmen wir das mit.
Schade, dass ich da nichts anderes machen konnte. Forschung konnte ich sie freischalten, dafür AW, glaube ich. Ja. Machen wir also demnächst. Die Eventmine. Ah ja. Hättest du gerne mehr Zeit? Weiter für eine Stunde? Okay. Kann ich das einsammeln? 45 Super Cash. Eine Stunde lang zweifaches Einkommen in allen Minen. 4 Stunden lang zweifaches Einkommen in allen Minen. Das ist eine Stunde lang zweifaches Einkommen in allen Minen. Ein Fertigkeitspunkt. Ein bronzes außerirdisches Abzeichen. Und das war's. Okay, wir haben mir bald verfügbar. Zumindest habe ich da schon mal mitgemacht, ne? Hier, ne? So, kann ich jetzt einen Punkt ausgeben? Ich muss es immer noch freischalten, obwohl ich schon einen Punkt habe. Ihr seht hier oben einen roten und einen grünen habe ich. Nicht genug Cash, ja. Ich muss es einfach freischalten. I know, I know. Ja, das mit Sammelobjekten ist natürlich nice, ne? Da würde ich sagen, machen wir einfach in der Kohlemine weiter. ja, okay, können wir machen. Zack, 1,72 T pro Sekunde, sind wir 5,39 T pro einmal hinbringen. Und ja, sind wir auch schon wieder ein bisschen weiter vorne, wenn man das im Vergleich. Oh. Okay, wir sind auch schon bei 10 hier hinten. Dann sind wir bei 20, aber mal bei 30 gleich am Anfang irgendwie, würde ich mal sagen. Uiuiui. 5,7 A. Kriegt er lange, lange nicht weg, ne? Ja. Dafür verbessern wir hier ein wenig was. Reduzieren die Upgrade-Kosten. Gehen hier auf. Okay. Nicht so viel hoch. Wie ich merke, ich dachte auf 250 können hoch, aber anscheinend nicht. Kann er das mitnehmen? Ein A kann er mal mitnehmen, oder? Ja. Und das schaffen die? Glaube nicht, ne? Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen verbessern. Können die Upgrade-Kosten noch reduzieren. Um dort ein bisschen was zu verbessern. Ja, dann ist das doch okay. Ja. Gut, Leute. Und da würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter, wenn wir hier den neuen Minenschacht ausgehoben haben. Mal gucken, was dann am Start ist. Sammeln. Prestige. Kostet immer noch die 23 AC. Ja, leider schon. Wird also noch ein bisschen dauern, bis wir das in Anspruch nehmen werden. Na gut. Aber bis dahin. Erstmal ein kurzes Päuschen. Können Ladegeschwindigkeit noch mitnehmen. Dann wird das ganz schnell leer gemacht. Und dann werde ich in der hin und wieder mal so ein bisschen die hier aufpushen. Warum nicht? Wenn wir Gold haben. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Idleminer Tycoon, bis der Minenschacht freigeschaltet ist. Und ja, bis dahin. Ciao, Leute.